Hallo liebe YouTube-Freunde, wir schauen uns heute mal das 50mm 1.5 Helia von Vogtländer an. Das ist ein relativ neues Objektiv, vor kurzem erst rausgekommen und wir hatten die Möglichkeit, das ein paar Tage lang zu testen. Ich hatte es mal auf der Leica Monochrom, aber auch auf anderen spiegellosen Kameras und die Ergebnisse schauen wir uns gleich mal an. Was ich in den paar Tagen gemerkt habe, ist, dass mir die Bauform des Objektivs sehr zusagt. Der Fokusring ist ein bisschen stärker als der Rest des Gehäuses, das heißt, man findet den sofort, auch wenn er keinen Fokusstab hat, findet man also sofort die Möglichkeit zu fokussieren. Besonders spannend ist, man kann auf 50 cm rangehen, da verliert man zwar die Messsucherkopplung, aber mit Live View und dergleichen ist das natürlich kein Problem. Bei Blende 1.5 habe ich gemerkt, muss man ab und zu mit ein bisschen Glow rechnen. Das ist auch nicht verwunderlich. Das ist ein einfach vergütetes Objektiv, also Single-Coated. Die Multicoated-Version gibt es meines Wissens nach nicht, ist vielleicht auch gar nicht geplant. Macht aber auch den besonderen Charme dieses Objektivs aus. Man hat also wunderschönes Bokeh, man hat eine angenehme Freistellung, eine leichte Plastizität in den Bildern. Das macht richtig Spaß, damit zu fokussieren. Nachjustieren am Messsucher brauchte ich auch nicht. Das ist also ganz genau und perfekt verarbeitet. Und ich mag ganz ehrlicherweise auch den Retro-Touch dieses Objektivs sehr. Was ein bisschen lustig ist, normalerweise kritisieren wir ja bei Vogtländer immer eine Kleinigkeit. Es ist normalerweise keine Gegenlichtblende dabei. Beim Helia ist das anders. Da ist also eine schöne Metallgegenlichtblende dabei und sogar ein eigener Objektivdeckel für diese. Nämlich den stülpt man so richtig schön oben drauf, wie man das von früher kennt. Die Gegenlichtblende funktioniert auch super. Ich habe sie heute jetzt hier mal abgenommen, damit man also besser das Frontglas hier im Video sehen kann. Aber das zeigen wir euch mal in der genauen Ansicht noch natürlich etwas genauer. Von den Bildergebnissen, da muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Es ist angenehm kontrastreich. Man kann damit auch ein bisschen Video filmen. Auch das haben wir ausprobiert. Mal sehen, ob wir davon hier auch noch was zeigen. Insofern muss ich sagen, also ein wirklich, wirklich schönes, klassisches Objektiv und hier an so einer Monochrom ganz perfekt aufgehoben, muss ich sagen. In den anderen spiegellosen Kameras, da hat sich ab und zu eine kleine chromatische Aberration rein verirrt, macht aber nichts, lässt sich prima rauskorrigieren, ist bei einem einfach vergüteten Objektiv aber auch keine Überraschung. Vielleicht noch ein kleines Wort zum Bokeh. Es ist ganz interessant. Nicht jedermanns Sache wahrscheinlich. Es gibt eine Menge Bubbles, wie man so schön sagt, die werden aber auch relativ schnell dominant. Mir ist aufgefallen, und da bin ich aber auch ein Nerd und gucke mir das immer genau an, im unscharfen Bereich gibt es immer mal sehr kontrastreiche Linien. Also die fallen richtig auf. Das Bokeh ist nicht das ruhigste von der Welt, muss man jetzt sagen. Ist aber auch kein Dealbreaker sozusagen, also man kann durchaus mit dem Objektiv sehr, sehr schön arbeiten. Ich mochte es speziell bei Blende 2, 2.8. Bei 1.5 fehlt mir manchmal das kleine Tickchen Schärfe, aber das kann man bei der Baugröße in der Korrektur auch nicht so unbedingt erwarten. Interessant finde ich in der Bauweise, die Blende, das wird man jetzt hier nicht sehen, das zeigen wir euch mal in der Vergrößerung, ist recht weit vorne im Objektiv angebracht. Normalerweise kennt man das, dass die weiter hinten im Gehäuse sitzt. Hier ist es recht weit vorn. Vielleicht hat das auch einen Einfluss darauf, wie stark diese Bokeh-Kreisscheiben sich dann eben zeigen. Was schön ist, ist die Wirkung des Gegenlichts, wenn man also im unscharfen Bereichen ein Gegenlicht hat, das ist ganz harmonisch, aber so wie Linien reinkommen, also was weiß ich, Fensterkreuze oder ähnliches oder Steinstrukturen, dann merkt man doch schnell plötzlich dann doch Linien. Vogtländer sagt über dieses Objektiv, dass es bei Offenblende wirklich einen ganz speziellen Charakter hat, das würden wir direkt unterschreiben. Ab Blende 2, 2.8 verhält es sich wie ein ganz normales 50mm Objektiv, das heißt, egal ob auf Film oder auf digital, das macht eine echt gute Figur. Ich habe das Vogtländer nicht technisch vergleichen können, aber ich kann es mit alten Bildern vergleichen, die ich mit dem Zeiss Sonna 50mm 1.5 gemacht habe. Ich muss sagen, das Zeiss war bei Offenblende ein bisschen weicher sogar, ein bisschen verträumter muss man sagen. Das Vogtländer nimmt sich aber ab Blende 2 mit dem Sonna gar nichts mehr. Das ist von den Bildwirkungen her sehr, sehr ähnlich. Da kommt es wirklich sehr, sehr auf Geschmacksfrage an. Für einen Preis von ab 700 Euro aufwärts geht immer, das wissen wir ja, ist es wirklich ein guter Kauf. Vor allen Dingen macht es, wie gesagt, an der Leica sehr, sehr schöne Bilder, ist hochwertig verarbeitet, das muss ich wirklich sagen, es macht richtig Spaß in der Benutzung. Und es ist nicht so groß, es ragt kaum in den Sucher rein und dementsprechend
kann ich euch nur empfehlen, probiert es mal selber aus, wie immer, vertraut uns, aber vertraut nicht nur uns, vertraut vor allen Dingen euch selbst. Dabei.